ist. Ja, ist traurig. Also, auf Deutsch gesagt, ist wirklich schade, dass es nicht ist. Also, es ist Oberscheiße. Für uns ist es einfach so, eigentlich bin ich Bauer. Wir haben eben einen Schnittkäse immer mehr. Und es ist ein normaler Bauernalltag. Und das ist einfach ganz anders. Also, wenn es Festival ist, dann, ist jetzt einfach, dann läuft etwas da unten. Und jetzt, jetzt tun wir einfach Bauern. Also, das tätst du schon noch ein bisschen rein, wenn es da unten laufen wird. Im obersten Fenster kannst, siehst du fast ab, aber der Baum ist da. Der Baum ist da. Der Baum ist da. Ja, also die Hauptstarren, die manchmal kommen am Abend, die sind ja fast in meinem Alter, wenn da die Toten Hosen spielen. Oder? Also, ich höre eine Art, gerne, ich höre alles. Ich höre einfach ein bisschen Hip-Hop. Und, ja, also mir gefällt vieles. Ich spiele selber noch ein bisschen Gitarre, noch ein bisschen E-Gitarre, aber nur für den Hausgebrauch so. Nein, mir gefällt das schon. Viele sagen, dem Boden tut es gut, wenn man einmal nicht so fest beansprucht. Oder Natur und Zeug und was könnte sich erholen rundherum. Und die Vogelwelt wird anders pfeifen, ich weiß es auch nicht. Auf der anderen Seite, der natürliche Kreislauf ist ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Winter ist alles tot, fängt frisch an. Also da ist es auch. Also ist einfach schade, dass das Festival nicht ist. Viel Gutes sehe ich nicht, dass es nicht ist. Dort, wo die Zelte stehen, dort drunter ist es meistens gerne so kaputt. Das sind die Wege, die dreckig sind. Oder auch hier die Wege, die wir laufen, wo keine Platten sind. Die sind nämlich schon dreckig, aber am Schluss tun wir alles Ecken, Gruppen, Ecken und frisch ansehen. Dann, wenn er mal angesagt ist, geht es bei optimalem Wetter 10 Tage ist wieder grün. Eine Weile lang haben sich die Leute manchmal, wenn sie heim sind, haben sie einfach da, wo sie angekommen, alles abgezogen und liegen lassen und sind gegangen. Und da hatten wir ganz schöne Schuhe und alles viel voll zu trinken noch. Wie wir haben gesagt, da weiss nicht wer, dann lässt es gleich wieder alles liegen. Wenn die, die aufräumen, etwas Spezielles finden, dann hängen sie noch manchmal an den Traktor. Einmal in den Klopfer rein. Haben sie noch eine Gummisauce hingehängt? Oder dann wenn sie mal, ja, ich weiss nicht, das Scheibenwischen, hängen sie im Wehhahn oder irgend so etwas. Dann hat es auch, sonst du findest einfach eigentlich alles, was man sagen muss, das glaube ich ja nicht. Das glaube ich nicht. Am Schluss hört man alles auf der Krippe und fort. Und dann ist die Stimmung. Es spielt nicht einmal so einen Ruckel, der läuft, aber die Stimmung, die dann ist, wenn du da oben runter schaust, da gibt es so eine, wie sagt man, eine Aura. Und das ist unheuer schön, das ist... Da bist du einfach Fan mit dem Licht, mit dem Sound, mit den Leuten, allem. Das ist einfach, ja, unvergleichbar. Und dann kann ich, wenn man schaue, 10 Minuten aber oder eine halbe Stunde, dann langt mir noch an. Dann muss ich sagen, ja, da ist es. Viele Besucher, die kommen, sind, wenn sie über die Brücke hineinlaufen, sind die wie verzaubert, die sind zum Festival. Ich weiss nicht, die einen haben, glaube ich, das Bild ist wieder daheim. Und ja, ist einfach so. Ja, also wir, eigentlich sind wir die größten Fans, weißt du? Wir sind die größten Fans.